Hallöchen und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Wir sind gerade dabei, hier ein bisschen zu leveln, um dann wieder in der Story weiterzukommen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Hofft man. Ich denke mal, du bist bestimmt gleich 26. Ah nee, das dauert schon noch ein bisschen. Dauert schon noch ein bisschen? Okay. Ja, ja. Ja, wenn wir da mal das Herz fertig bekommen, dann sind wir bestimmt über drei Viertel. Na gut, über drei Viertel bin ich auch schon. Nee. Sag ich ja. Ist klar. Wir sind bei zwei Dritteln ungefähr. Ja, was? Zwei Drittel sind aber nicht über drei Viertel. Bei mir schon. Wie ist es denn? Na, obwohl doch nicht, ich bin schon über drei Viertel. Ja, dann. Okay. Ich bin ja so ein schlechter Mensch. Naja. Was gibt's denn drinne? Drinne gibt's nämlich noch einen Techniker. Und noch irgendeine Schatulle, die er bewacht. Ey, ja, Flammturm weg. Ist ja, ja. Bodenlose Frechheit. Mach mal hier ein bisschen was clean. Dann sollte das eigentlich gleich gegessen sein. Ja, viel ist nicht mehr. Außen. Du bist mir erinnert. Ja, ganz nett. Ja, Golem. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel Prozent? Keine Ahnung. Du hast 100. Nein. Ach so, ach ja, vom Herzen, ja. Ja. Okay. Hast du auch? Ja. Okay, und jetzt weg hier. Obwohl, hier hat noch was getroppt. Der hat was getroppt. Oh mein Gott, das waren drei Zahnräder. Na geil. Wo ist denn das Herz? Der Herzquestgeber. Vielleicht hat der ja auch was Gutes. Der ist ein Stück weiter im Norden. Wollen wir dann nochmal hin tigern? Können wir machen. Aber ich will gerade erstmal nie sterben. Okay, da lang müssen wir. Nee, ich will auch nie, aber. Gut, jetzt wieder alles schick. Notfall ist, ne? Oh, alles, was zählt, ist die Mission. So, ich leg den Rattenhund doch ab und nehme mal wieder meinen Spinni. Einfach weil ich's kann. Kann ich dir nur zustimmen. Spinni ist sowieso cooler. Und der Waschbär hier ist tot. Was soll das alles hier? Hast du den etwa wieder getötet? Nein, der hat Einhandäxte und einen Ring mit Präzision. Den werde ich so, wie er ist, gleich mal kaufen. Und ich glaube, die Einhandachse ist sowieso auch besser als meine. Deshalb nehme ich die auch mal mit, weil ich es kann. Einfach, weil du es kannst, meinst du? Ja. Oh ja, der Ring ist gut. So grüne Gegenstände, wie hier diese Einhandachse oder so, kann ich die doppelt ausrüsten? Oder sind die so einzeln, wisst ihr? Dass ich die nur einmal nehmen darf. Das weiß ich nicht. Muss ich wohl ausprobieren. Habe ich noch nie ausprobiert. Schäme mich zutiefst, dir das nicht sagen zu können. Es scheint zu gehen. Ja, schick. Dann nehme ich nämlich die Beden. Was wollte ich jetzt? Ich wollte nochmal in mein Inventar und das ganze Geraffel zerkloppen. Das ganze Geraffel meinst, ja? Warum kann ich das Großschwert nie zerstören? Ach, weil es gekauft ist, ne? Ja, nee, also Karma-Sachen, die du gekauft hast, kannst du nicht mehr entcraften. Ja. Schade. Man kann halt nicht alles haben. Nee. Das stimmt. Mit mehr magischem Gespür bekommt man noch coolere Sachen, oder? Beim Entcraften. Würde ich jetzt mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und das behaupten. Nochmal, was? Wenn mein magisches Gespür höher ist, bekomme ich auch bessere Sachen beim Entzaubern.
Oder mehr Glück? Keine Ahnung. Okay. Ne, du bekommst Glück generell beim Entzaubern, ja. Aber ob du mehr bekommst, wenn dein Glück auch höher ist. Nee, würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Okay. Kommt, glaube ich, eher auf die Level der Sachen an, die du endcraftest. Ja. Aber weiß ich nicht, ob sich das natürlich mit drauf auswirkt. So. Next so, dann Herz. Haben wir jetzt endlich mal ein bisschen hier Equip wieder aufgebügelt. Ja, gehen wir einfach mal runter ein bisschen in den Süden, oder? Da unten ist auch noch ein Fertigkeitenpunkt, den können wir uns ja mal holen. Genau. Genau. Gehen wir einfach mal in den Süden. Wieder hier schön durch. Passe. Aber wir haben ja einen Ring, also ich habe zumindest einen Ring mit Präzision dazu. Das erhöht ja wenigstens schon mal meine Crit-Trefferchance. Ja, ich habe mir den Präzi-Ring auch geholt. Tappel, 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 tappel. Den lasse ich jetzt mal hier sterben. Ja, oh, der hat wohl Pech gehabt, ne? Oh. Laufe ich dir etwa davon? Ach Quatsch, Marius. Du doch nie. Da geht's ja. Hinten ist ein Baum. Ein Heiler. Ach du wieder. So, aber ist ja, die haben sie doch irgendwann mal aus WoW rausgepatcht, oder? Zumindest als Form, man konnte es, ich glaube so als ultimative Fähigkeitsskill ganz unten. Ja, aber das hat dann glaube ich nur noch ein paar Sekunden gehalten, genau. Ich glaube 60 für eine Minute oder so, 60 Sekunden oder 30 Sekunden irgendwie. Genau, irgendwie so, ich weiß es jetzt auch nie genau, vielleicht ist es auch inzwischen wieder zurück. Aber das glaube ich auch nie. Immer wieder schön von irgendeinem die Charakterbeschreibung mal. Entweder das war ein Osterscherz oder sonst irgendwas, aber wie kommt man da drauf, dass ein Baum heilen soll? Ich fand's cool. Ja, doch. Es gab ja dann noch einen besseren Baum, ne? Also als Zauber, also dass man sie noch besser heilen konnte. Ja. War es nicht so? Also so ein. Naja. So ist das halt bei WoW. So war das, ja. Damals. Damals. Wo wir gespielt haben. Und danach wurde alles Stück besser. Wildfleisch. Danach wurde alles besser, dann haben wir angefangen mit Guild Wars. Gut, aber das spiele ich jetzt lange nicht so exzessiv wie. Damals WoW? Das wie ist damals wohl. WoW. Schon allein, weil es halt einfach nicht so, es zieht ihn nicht so dazu, dass man das so exzessiv spielt, finde ich. Also bei WoW muss es ja ständig, um irgendwie up-to-date zu bleiben mit deinem Gear, muss es ja raiden gehen. Jede Woche und dann Dailies kloppen jeden Tag und um dich auf den Raid vorbereiten zu können mit irgendwelchen Rep-Kosten oder Flasks oder was auch immer. Ja. Das brauchst du ja hier nie. Hier gehst du vielleicht hin und wieder mal abends, wenn du Bock hast, aufs WoW im Endgame. Und ansonsten, ich weiß nicht, Instanzen werden hier, glaube ich, nicht so in den Vordergrund gerückt wie das WoW an sich, ne? Nee, ist doch mehr PvP-lastig, das ganze Spiel, habe ich immer das Gefühl. Ich meine, es gibt auch Gilden, die machen viel PvE-Content, aber ist jetzt halt nicht so, dass du dadurch das extreme Super-Mega-Equip kriegst. Ja. So, gehen wir jetzt überhaupt hin? Ach, gehen wir zum Fertigkeitenpunkt, ne? Ja, genau, würde ich auch denken. Was ist das hier da für ein Baum? Da habe ich dann wenigstens auch schon wieder eine Daily voll. Ich weiß es nicht. Der hat so ein Ding über den Kopf. Damit löst man hier doch bestimmt. Pass aus, ich löse das mal aus. Natürlich helfe ich dir.
ist Baumgeist verteidigen. Na geil. Mach mal das mal. Ich klopp erstmal den Baum hier hinten weg. Ach guck. Machen wir das doch. Ach Gott, und jetzt kommt auch noch ein Boss. Geh ja krachen. Ach, so, da oben, ja, schade. Ja. Der Bus kriegt sogar schon auf die Mappe. Baum, komm mal kurz mit. Ja. Folge uns. Da will jemand kämpfen. Ah, ich hasse diese Frösche. Den Fertigkeitenpunkt gemacht hat auch schon jemand. Ja. So, hier ein bisschen. Handschuhe, die mir vielleicht gefallen könnten. Und ein wackerer Speer. Der vielleicht dir gefallen könnte als Unterwasserwaffe. Mal gucken. Nee, ich bleib bei meinen Harpunen. Okay. Obwohl, ich hab ja beides ausgerüstet, glaube ich. Vielleicht zieh ich ihn dann mal an, weil ich hab, glaube ich, bisher nur eine Unterwasserwaffe. Ich glaube, ich habe Harpunen und Speer, je nachdem, was ich gerade, ob ich Fernkampf oder Nahkampf machen will. Ja. Beziehungsweise, wozu ich vielleicht auch benötigt werde. Oh. Ja, greif halt den Läufkircher an, ist richtig. Greif auch noch die neutralen Gegner an. Auf die Fresse! Baum, willst du jetzt eigentlich mal irgendwas Cooles machen? Nee, wir sollen doch bloß irgendwo hin eskortieren, oder? Ja, das nervt mich ja an der Sache. Genau das ist es ja. Willst du keine Leute eskortieren? Ich hoffe, es ist nicht mehr weit. Das weißt du nie. Das weiß ich wirklich nie, hast du recht. Boah, wird man ja auch noch gestunt und alles. Ja, umgeschmissen, ekelhaft. Alles tot, alles tot. Und nice. Nur Krimskrams gedroppt, ich geh kaputt, ey. Frosch. Vielleicht macht der Kumpel hier mit. Ah, sieht gut aus. Noch ein Frosch. Oh, noch ein Frosch. Jetzt nimmer, schade. Der Baum hat den Frosch getötet. Ein großer Frosch. Dumm, 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 dumm. Naja, sind wir gleich da. Ja. Hoffe ich. Frosch auf vier Beinen. ja, genau, ein Frosch auf vier Beinen, Marius. Frösche sind normalerweise immer auf vier Beinen. Ja, aber nicht die hier. Nicht die hier, nee. Mutantenfrösche. Ich habe irgendeinen halt Erfolg abgeschlossen. Hülek-Bezwinger, halt töte 100 Hülek. Amba. Amba. Natürlich auch noch dieser hässliche Raptor hier angelaufen. Ja, das ist oft so. Warum ist der Baumgeist so grün? Ist er vergiftet? Ja. Man heile ihn. Heile. Weiß ich nicht. Ich bin mit meinem Mage unterwegs. Mit meinem Mage könnte ich das. Da könntest du das. Ja. Kurz mit Wasser drauf sprühen und dann abgehen. Ja. Ah, schön. Aber es ist doch ein Geist, oder? Da wird's ja durchspritzen. Ja, wenn es ein Geist ist, dürfte der auch gar nicht vergiftet werden. Das ist richtig. Da dürfte ich nicht mal Schaden nehmen. Wollte gerade sagen, bräuchte man gar nicht eskortieren.
Das machen wir ja einfach, eigentlich. Ja, wir leisten ja nur Gesellschaft, wir sind ja genau. So alleine ist. Wo will denn der hin? Bestimmt dort, wo das Zeichen auf der Minimap ist, geradezu. Ich denke da hier oben, wo der Baum ist auch. Guck mal. Ah, stimmt, der sieht ja so ähnlich aus. Quasi genauso. Hoffentlich dürfen wir jetzt noch gegen den kämpfen. Das bezweifle ich mal ganz stark. Zweifelst du? Ah, jetzt dürfen wir bestimmt noch die letzten hier töten. Ja. Vertreibt den Schatten! Brecht den Baum! Kämpf! War ja klar. Verschwinde und komm nie wieder! Ja, auf jeden Fall. Ich hab das Gefühl, ich hab hier noch nie immer Schaden ausgeteilt und die sind alle tot. Ja, irgendwie sterben die ziemlich schnell. Hier ist noch einer. Der hier. Ah, die spawnen wohl. Verbleibende. So, dann packe ich jetzt mal wieder meine Äxtchen aus. Baum, wollte ich nicht anreden. Geh mal weg, Baum, ich will looten. Na, du gingst mir gerade auf. So. Aha, noch 68% dies. Veredelter, abgenutzter Kettenbeinschutz. Geil. Wollte ich schon immer haben. Veredelt, aber abgenutzt. Achso. Ja. Der ist sozusagen vorgealtert. Ja. Das, der soll so. Vorgerostet. Okay. Gehört so, ist Mode. Genau. Secondhand-Hipster. Gibt's noch irgendwas zu durchsuchen? Wo denn? Prügeln wir jetzt schon am Spawnpunkt weg hier, ja? Ja. Elende Spawncamper sozusagen. Lass mich halt. Aber wer baut doch so eine komische Mauer dahin? Die Hylek. Ja. Sind halt nicht so intelligent, sind halt frische. 38% noch. 35. Wird ja. Huch. Stellt man kurz mal seinen Schreibtischstuhl weiter nach unten, damit man ein bisschen gerader sitzt. Da wird man gleich umgeboxt. Was denn? Darf man das etwa nicht? Nee. Nee? Nicht während der Aufnahme. Man hat's schon nie gehört. Na und? Du hast es auch erzählt. Könnt ihr erzählen, dass ich schon wieder aufs Klo muss. Oh, okay, erzähl mehr. Nee. Nee. Aber wir haben es ja auch gleich geschafft. Irgendwas lärmt hier gerade draußen. Noch 14%. Ich gehe kaputt. Und der Baum ist gleich ein bisschen tot, wie ich das mir angucke. Es geht noch, meinst du? Kannst du mal heilen? Na, wie denn? Immer in die Wunde rein. Ja. Noch 4%, haben es ja geschafft. Quasi. Ja, ja, kommt bitte, ja, sehr schön. Du bist doch nie gelevelt, ach joch, gut. Nice. Level. Mir fehlt noch. Ja, sehr gut. Ein Erfolg oder irgendwas für irgendeine Truhe, habe ich gerade gesehen. Ja, tägliche Events zum Beispiel. Genau, das wahrscheinlich. Das müssen wir noch machen. Aber wir sind ja nie am Ende, aber die Aufnahme ist am Ende. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wa?
Brio. Mit O. Mit Ö.